Ich habe das erste Mal nach 6 Jahren Training eine richtige Diät gemacht und konnte mich von 101 auf 90 Kilo runterschredden. Und dann war es endlich soweit. 5 Monate hatte ich auf diesen Moment gewartet. Ein schöner Cheat Day mit allem, was das Herz begehrt. Demnach war die erste Station natürlich der Supermarkt, wo ich mir erstmal Cornflakes geholt habe. Davon wurden sich dann schön am Morgen als Frühstück ein paar Schüsseln von gegönnt. Im Anschluss in der Stadt natürlich noch ein schönes Pistazieneis. Da hatte ich gefühlt einen Mundorgasmus. Life is good. Zum Mittagessen gab es dann so eine geile mexikanische Bowl mit Guacamole und Sour Cream. Danach ging es dann einfach wieder essen. Wir saßen in einem italienischen Restaurant, wo ich mir eine richtig geile Pizza und dann noch ein Wildberry Lillet gegönnt habe. Und jeder, der mich kennt, wusste, dass es nicht der letzte Drink sein würde. Und deswegen ging es anschließend noch in eine Cocktailbar, wo sich ein wunderschöner Mojito gegönnt wurde. Am nächsten Morgen dann noch abschließend ganz dezent 4 Croissants mit Nutella. Alles in allem war ich tatsächlich am Ende des Tages gar nicht so stark im Kalorienüberschuss. Das liegt daran, dass ich den Cheat Day immer ein wenig anders auslege. Ich finde, man sollte sich nicht überfressen, nur weil man einmal etwas essen darf, sondern einfach so viel wie normal.